Hallo und willkommen zu meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es wie jeden Mittwoch ein Action Haul. Die Preise werden immer da oben eingeblendet, wenn ich die denn nicht weiß. Wenn ich die weiß, dann nenne ich die auch gerne und wir fangen auch direkt an. Ich habe einmal oder auch zweimal Spülmittel gekauft. Unser war leer und ich habe noch nie Spülmittel bei Action gekauft, muss ich noch dazu sagen. Aber bin total gespannt. Ich habe mal dran gerochen und der hier, dieser blaue, der riecht ganz gut. Ja, sieht so aus. Wir haben eigentlich, also wir haben eine Spülmaschine und ich spüle eigentlich sehr wenig mit der Hand. Ich denke, für fettige Sachen ist das jetzt hier nichts, aber um mal so ein paar Gläser oder so mal zu spülen, warum nicht? Also einmal hier dieses. Ich würde sagen, das riecht nach Limette. Ja, Limette. Und dann habe ich dieses Orange noch mitgenommen. Hier steht es auch nach Orange. Ja. Also von denen hier gab es da wirklich ganz, ganz viele und vom Blauen nur noch zwei. Ich weiß nicht, ob der Blaue beliebt ist. Auf jeden Fall hat der Blaue mir auch viel besser gefallen. Ich habe jetzt einfach mal beide mitgenommen. Ja, es riecht nach Orange. Ist nicht so meins. Aber mal schauen. Zwei Stück. So, dann guck mal hier die schwere Tasche. Ich habe Küchenrolle gekauft, die kosten je 1,45 Euro. Und ja, die kaufe ich eigentlich so ziemlich jedes Mal, wenn ich hinfahre. So, dann habe ich mitgenommen einmal Mülltüten. Diese Mülltüten haben, da passen 34 Liter, also 34 Liter Tüten sind es. Es sind 20 Stück drinnen. Eigentlich kaufe ich immer die schwarzen, die kosten da 99 Cent, die schwarze. Diese hier waren jetzt etwas teurer. Was mir an diesen gefällt, also die hatte ich bisher noch nicht, aber warum ich die eben gekauft habe, ist, dass die hier halt so ein Bund oben haben und dann kann man das halt besser zumachen. Ja, deswegen dachte ich mir, komm, nimmst du die mal mit, testest du die mal. Mal schauen. Dann habe ich noch mal Tüten mitgenommen. Und zwar sind das so ganz, ganz kleine. Die waren auch echt günstig. Also, die kaufe ich sonst immer bei Rossmann und DM. Hier, das sind 10-Liter Tüten und da sind 60 Stück. Also, 2x60. Damit komme ich echt lange aus und sowas benutze ich gerne für Kosmetik oder halt fürs Bad. Ja. Dann habe ich mitgenommen, wie auch jedes Mal, Wolle. Und ja, ihr wisst ja, diese Wolle, ja, ich bin so verliebt, ich mag diese Wolle extremst. Die kostet 1,12 Euro und die haben da echt sehr viel Auswahl. Ich glaube, ich hatte schon jede Farbe, nur diese nicht. Und eigentlich finde ich diese somit am schönsten. Allerdings gab es davon immer nur eine. Und mit einer kann ich halt nicht viel machen. Und ja, jetzt gab es zwei. Ich wollte ja eigentlich drei haben. Aber dann dachte ich mir, okay, zwei Stück gibt es, dann nehme ich mal die zwei mit. Ich weiß auch noch nicht so genau, was ich damit machen werde. Vielleicht gibt es ja nächste Woche Mittwoch noch ein, zwei mehr davon. Dann werde ich die auch nochmal kaufen. Vielleicht mache ich damit nochmal eine Tasche. Ich hätte Lust, eine Tasche zu machen. Jetzt keine Edderbag oder so. Aber also auch eine Einkaufstasche, wenn man was ganz anderes irgendwie, ja, was ganz Neues. Dann habe ich mitgenommen, ja, Muffins. Also damit habe ich vor, Muffins zu machen. Wollte ich aber mal testen. Ich glaube, diese hatten wir noch nicht. Auf jeden Fall habe ich diese gekauft. Dann habe ich mitgenommen, achso, die sind schon offen, Lutschers. Und wir sind hier drin, 10 Stück. Meine Kinder, die sind total verrückt danach. Und ja, ne, haben sich schon jeweils eins rausgenommen. Die mochte ich früher auch sehr, sehr gerne. Dann habe ich eine Gesichtsmaske mitgenommen. Das ist so eine Bubble, so eine schwarze Maske halt, die so schäumt.
Hatte ich schon mal gehabt, allerdings jetzt nicht von Action und fand die ganz gut. Ich glaube, die hatte ich mal bei DM gekauft oder was. Und ja, jetzt hatte ich diese gesehen und dachte mir, okay, die testest du jetzt auch mal. Tuchmasken mag ich sowieso gerne und ich glaube, die teste ich auch nachher direkt mal. Diese sieht so aus. Ja, ich wollte unbedingt eine Heißpistole haben, aber die waren diesmal alle ausverkauft. Die haben immer. Zwei Stück haben sie da. Eine, die kostet 1,99 Euro, so eine etwas kleinere. Und eine Mittelgröße, würde ich sagen, die kostet 4 Euro, um die 4 Euro. Und beide waren ausverkauft. Ja, ich wollte am Wochenende gebastelt haben und plötzlich ging die nicht mehr. Also, keine Ahnung. Jetzt wollte ich eine neue haben, gab es nicht. Jetzt muss ich warten. Vielleicht fahre ich jetzt nochmal am Wochenende hin oder halt wieder nächste Woche Mittwoch. Muss ich mal gucken. Dann habe ich hier noch eine Gesichtsmaske. Die hatte ich jetzt auch gekauft, weiß gar nicht, letzte Woche oder vorletzte Woche. Und ich fand die so gut. Also, ich musste die jetzt nochmal haben. Die riecht so gut und ich fand es einfach mega. Meine Haut hat danach, also die war auch glatt und jetzt nicht so lange. Also diese Maske ist jetzt nichts Besonderes, ne? Nicht, also jetzt denkt, okay, wow, es ist nichts Besonderes. Aber für diese Zeit hat es mich einfach entspannt und der Geruch, der war einfach schön und deswegen habe ich die jetzt auch nochmal gekauft. Dann habe ich ein Hydrogel für die Augen, eine Maske. Diese sieht so aus. Die fand ich jetzt wirklich gut. Also dafür, dass die so günstig ist, muss ich echt sagen, ich finde die gut. Das hält jetzt auch nicht lange, aber wenn ich weiß, ich gehe jetzt abends aus und mache mich dann fertig, dann mache ich das so eine, also ich stelle das in den Kühlschrank über Nacht und dann mache ich die auf die Augen. Und wenn ich dann fertig bin, also wenn es dann drauf gewesen ist und ich mich dann fertig mache, ich finde, das sieht, mein Gesicht sieht dann einfach frischer aus, ja? Also die Augenringe und so weiter. Ich finde sie gut. Dann habe ich mitgenommen einmal wieder Pads. Also die gehen bei mir so schnell alle. Ich meine, ich habe noch ein paar, aber die sind so schnell leer. Ich glaube nichts. Man muss sich davon mehr kaufen. Ich habe ja auch diese waschbaren. Damit komme ich auch zurecht, aber diese benutze ich lieber erst hinterher. Also, dass ich den größten Teil erstmal damit wegmache von meiner Schminke und dann mit diesen Pads, weil wenn ich mit dem Pad, also mit diesen Waschbaren drauf gehe, der ist direkt voll und dann, ja, den kann ich nicht weiter verwenden. Und deswegen erstmal diese und dann diese mit Stoff und so komme ich auch sehr gut zurecht. Dann habe ich gekauft Tücher, die kaufe ich da sehr, sehr gerne. Diese sind weich, sind aber viel weicher, also für die Nase als wie jetzt Tempo oder sonst welche Tücher. Dreilagig, 80 Stück drinnen und die sind auch wirklich mega günstig. Sollte es ein Produkt geben beim Actionmarkt, was ihr gerne testen würdet oder ihr ja, vielleicht gibt es ja eine Palette oder so, wie gesagt, boah, die ist ja eigentlich schön, aber ich glaube, die ist nicht gut und jetzt möchte ich dafür keine 5, 6, 7, 8 Euro ausgeben. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben und vielleicht teste ich ja dann das Produkt für euch. Sei es jetzt eine Palette oder was ganz anderes, Stifte oder irgendwas, ist egal was, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben und ich teste es einfach. Dann habe ich mitgenommen meine heiße Schokolade. Ja, es gab es leider wieder nur eins und deswegen konnte ich nur eine mitnehmen. Davon gibt es ja auch die dunkle Schokolade. Die würde ich auch mal gerne wieder kaufen, aber die sind seit Wochen ausverkauft. Ich weiß nicht. Ihr könnt mir auch da gerne mal Bescheid geben, ob es bei euch im Action die heiße Schokolade gibt, weil bei uns gibt es die wirklich schon ewig nicht mehr. Und vielleicht wurde die auch aus dem Sortiment rausgenommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kaufe ich seit Wochen immer noch die Klassik und nicht mal die dunkle. Dann Getränke. Habe ich einmal den Durstlöscher mitgenommen. Einmal mit Pfirsichgeschmack. Der kostet 44 Cent. Finde ich mega günstig. Ich habe den, glaube ich, noch nie woanders günstiger bekommen. Und ich trinke den so gerne. 500 Milliliter. Das ist ein halber Liter drin. Und dann einmal die Eistee Zitrone. Mein Mann trinkt ihn gerne und deswegen dachte ich mir, okay, dann nehme ich mal Zitrone mit. Dann habe ich mitgenommen, ja, muss er jedes Mal mit,
diesmal nur die Dose und nicht dieses große Paket, ist jetzt nur für mich. Ja, ein halber Liter ist drin und kostet 79 Cent. Dann, ja, die haben auch Versand, sag ich. Die haben auch Pfand. Dann habe ich noch eins mitgenommen, hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Dieser ist mit Granatapfel, auch wieder von Arizona, wie das andere, kostet auch 79 Cent. Und das sieht so aus. Davon hatten sie auch noch zwei weitere, einmal Pfirsich und einmal noch irgendwas. Und zum Schluss habe ich dann noch ein Energy Drink mitgenommen. Ich trinke davon gerne den dunkelblauen. Ich glaube, ich habe jetzt schon alle Dosen getestet. Und dieser hier ist hier dieses, ja, pinke. Das schmeckt mir auch sehr, sehr gut. Ich mag viel lieber eigentlich das blaue. Aber ich dachte mir, komm, nimmst du diesmal mal diese mit. Und auch diese, also alle drei Dosen haben Pfand. Ja, ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und nächste Woche gibt es wieder ein Action-Haul.